ich jetzt drauf gucken will, was uns diese Krise sagen könnte, die Corona-Krise, dann sagt sie uns, dass wir eine Menschheit sind, eine verflochtene Menschheit und dass letztlich ich nicht nur darauf achten kann, dass es mir gut geht. Die Ausgangsbeschränkungen, die wir jetzt haben, sind ja nicht, damit es mir gut geht, egoistisch, sondern damit sich eine Ansteckungswelle verlangsamt und damit es letztlich allen gut geht. Und wenn wir das jetzt noch ausdehnen würden auf weltweit und an Leute denken könnten, die in ihren Gebieten, in ihrem Leben gar kein Wasser haben zum Händewaschen, um sich zu schützen. Also wenn wir unsere Fürsorge so weit ausdehnen würden, dann wären wir bei dem, was es eigentlich braucht. Und eigentlich wollte uns die Umweltkrise das schon seit Jahren lehren, die Klimakrise. Weil da ist es genau das Gleiche. Es ist eine menschheitliche Krise, die uns alle betrifft. Und wir haben im Prinzip dadurch eine Ausrichtung, für die wir gehen können, eine Aufgabe, die wir bewältigen können. Und wir können es, wenn wir es als diese Aufgabe auch begreifen.